Tja, Maria Magdalena war eigentlich gar kein richtiges Video, denn zum damaligen Zeitpunkt, ich kann mich erinnern, da war das noch gar nicht so aktuell mit Musikvideos. Das war gerade erst im Kommen. Ich kann mich auch noch erinnern, das hat Mike Leckebusch gedreht. Und ich kann mich auch sehr gut daran erinnern, dass mich in Deutschland niemand haben wollte, sprich TV-Sendung. Die haben mich alle abgelehnt. In Griechenland war Maria Magdalena zuerst Nummer 1, dann in der Türkei. In Frankreich war es, glaube ich, auch dann Nummer 1, genau. Und erst danach, nachdem die Touristen, denn es war August, das vergesse ich nie, nach Deutschland zurückkamen, haben sie die Plattenläden gestürmt und haben den Song gekauft. Und ich glaube, sie wussten selber nicht, dass ich aus Deutschland stammte. Und dann ging ich auch Nummer 1 in Deutschland und man hatte zum ersten Mal auch eine TV-Sendung, nachdem ich Nummer 1 war in den Charts. Und das war Rock Pop Music Hall. Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Und dann ging es richtig ab. Da war ich Nummer 1 ganz schnell auch in Deutschland.